Ja, hallo. Also wir stellen euch unser Projekt vor, Fake Idea Sharing, und Chris fängt an. Hallo. Also das Problem, das wir mit unserem Projekt lösen wollten, ist, dass die Anonymität im Netz immer mehr nachlässt. Firmen sammeln große Datenmengen und die Daten, die sie sammeln, sind auch meistens privat und sollten nicht in Firmenhände übergeben werden. Also, dieses Projekt wird erstmal eine Browsererweiterung, sprich für Firefox, Chrome etc. Und es erstellt fiktive Datensätze mit Namen, E-Mail, was man halt denken kann. Und mehrere Leute können diese Datensätze dann benutzen und können so gesagt im Netz diese Daten angeben, um auch Datenbild zu erzeugen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Wir haben eine Browserweiterung gemacht. Aktuell ist es für Chrome, haben wir das entwickelt. Genau, wir haben HTML, CSS und JavaScript dafür verwendet. Und als Backend haben wir Python benutzt mit dem Package Flask. Und als Datenbank haben wir SQLite genommen. Genau, wir sind jetzt hier im Chrome-Browser. Und hier oben können wir jetzt die Erweiterung öffnen. Da sehen wir jetzt hier schon unser Logo. Also hier sieht man das Add-on, wenn man draufklickt. Man kann sich einloggen und registrieren, aber da macht der Luke jetzt weiter. Ja, genau. Hier könnte man sich jetzt registrieren, wenn unser Server funktionieren würde. Gerade tut er das leider nicht. Man kann aber die Seite sehen, die sieht genauso aus wie die Login-Seite. Da denkt man sich dann ein Username und ein Passwort aus. Das wird dann gespeichert. Dann kann man wieder zurückgehen und sich hier anmelden. Das wird jetzt nicht funktionieren. Genau. Genau, dann würde man aber eigentlich ein ähnliches Fenster sehen wie hier oben, wo dann jetzt hier die Platzhalter drin stehen. Da würde dann ein generierter Name stehen, ein generiertes Geburtsdatum, ein Geschlecht, eine Adresse, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Die Daten sind übrigens nicht echt, also die funktionieren nicht wirklich. Das ist keine echte Telefonnummer, die man dann von irgendeiner anderen Person angibt, und auch keine echte Adresse. Auf die E-Mail-Adresse kann man sogar auch zugreifen, also man kann sogar die E-Mails empfangen, die da ankommen. Das funktioniert über eine Software vom CCC, war das, glaube ich, auch. Ja, das war's. Mach du. Sonst gehe ich weiter Richtung, welche offene Punkte wir noch haben. Uns ist aufgefallen, dass wir ein paar Sicherheitsprobleme haben, wie zum Beispiel SQL Injection. Und dazu wollten wir auch noch, dass wir die E-Mail-Adressen, die man auch abrufen kann, nur von dem einen Nutzer auch zurückbekommt bei der Website, wo er sich auch angemeldet hat. Aber auf jeden Fall unser Projektcode, der ist auf GitHub hochgeladen. Genau, und da könnt ihr ihn euch anschauen.